Killbox, was auch immer das ist. Das Auto habe ich vielleicht noch nicht, das kann sein. Ja, einen Remmerhead und den Skullbutt habe ich ja schon in meiner Trophäensammlung. Ich mach's mal mit dem Skullbutt. Ja. Drei, zwei, eins. Wenn du das Fahrzeug während einer Todesfahrt verlässt, verlierst du das Rennen. Okay. Was ist, wenn ich diesen roten Parcours verlasse? Oh, die Karre lässt sich ja gar nicht steuern. Wieso bin ich eigentlich ganz hinten? Da muss ich ja. Ey, du spinnst wohl. Boah, ey. Das fängt ja gut an. Oh, mein armes Auto. Also ich bin ja sehr selten auf dieser roten Strecke. Ich weiß nicht, ob das irgendwie schlimm ist. Da vorne ist der erste. Was ist denn, wenn ich den wegknalle? Also abschieße. Oh nee, Tunnel. Jetzt bin ich ganz vorne. Mal sehen, wie lange. Auf gerader Strecke kann ich mal den Nitro benutzen. Oh, eine Kurve mit diesem komischen Schiff hier. Das habe ich fast noch verpasst. Wie lang ist denn das noch? 45 Sekunden, dann explodiert die Bombe. Hoffentlich ist das Ziel bald da. Ach, da rechts ist das Ziel. Ja, das Ziel schaffe ich. Fast abgeschlossen. Sieger. Bestzeit 2,0158. Belohnungen Skalbat. Enter. Ach, jetzt muss ich die Karre nochmal zu Jeet fahren, damit ich sie benutzen kann. Okay. Dann mache ich das mal. Moment mal. Ach, ich muss wenden. Konnte ich das Auto vorher gar nicht benutzen? Ich verstehe das nicht ganz. Ich habe es ja schon mal gekapert und dann auch schon mal zu Jeet gefahren. Und damals hatte ich es ja benutzt. Wer weiß. Und dann hinein mit dir. Und noch ein Stück. Und weg. Things you've done for us. I don't know how to make it up to you. Gut. Projektbelohnungen bereit in einer Minute. Oh, schade. Ich kann mal hier das letzte Bauprojekt abschließen. Ich habe ja neulich noch so eine krude Theorie aufgestellt und habe mich gefragt, was ist denn das hier? Da fehlt noch der große Vorrat. 1500 Schrotte soll ich liefern. Und ich dachte damals, ich muss hier irgendwelche Skrepulenzen in Jeets Festung reinfahren. Aber das hat damit überhaupt nichts zu tun. Ich war blind wie ein Maulwurf. Ich muss hier einen Vorrat anlegen. Also, erstmal 500. Das ist Schrott. Diese ordentliche Menge Schrott hat zum Wachstum der Festung beigetragen. Jetzt kommt wieder diese Animation, in der die Festung wächst. Festung verbessert. Und jetzt mittlerer Vorrat, liefere 1000 Schrott. Naja, ich hab's ja. Im Moment ist genug Schrott vorhanden.
Wobei ich solchen Schrott nie gesammelt habe, solche komischen langen Metallträger. Es waren immer kleinere Stücke aus irgendwelchen Fahrzeugen. Ah, oh, hier hinten. Schon fast wieder nicht gesehen. Das sind insgesamt 3000 Schrott, die mich das kostet. Zum Glück habe ich genug gerade. Und das war die letzte Ausbaustufe. Diese beeindruckende Menge Schrott hat zum Wachstum der Festung beigetragen. Und wieder die Animation. Ne, eine andere Animation. Das ist die größte Ausbaustufe von Jeets Festung. Ja, schön. Jeet, was sagst du dazu? Wo ist Jeet überhaupt? Immer noch in seinem komischen Sessel da oben. Das Einzige, was mir nicht gefällt, dass es jetzt ja so super laut ist. Das war früher angenehm, aber da war es leiser. Jeet hockt da rum und hat nichts zu tun. Und neben ihm kreisen die Fliegen. Was sagt uns das? Jeet sollte sich mal häufiger waschen. Zur Not in einem Sandbad, so wie die Elefanten. Oder waren das Elefanten? Ich weiß es gar nicht. Doch, ich glaube, Elefanten machen das auch. Ja, Planung. Das geht mir auf die Nerven, dieses komische Gedresche und Gebohre und Gebrumme. Jetzt habe ich hier 4 Zahnräder und die Todesfahrt habe ich jetzt abgeschlossen. Da ist so ein Tankstellensymbol jetzt. Was gibt es noch zu tun? Wo ist denn die nächste Todesfahrt? Die nächste Todesfahrt ist dort. Die kaputten Rohre. Todesfahrten ermöglichen es den Ödlern. Ach, das habe ich schon mal gelesen. Ja, keine Ahnung, was das für eine Todesfahrt ist. Da gucke ich mal vorbei. Das schaue ich mir mal an. Und den Weg dort, den überspringe ich mal wieder. Und ich bin gespannt, was das für eine ist. Die kaputten Rohre. Moment. Biografien? Hallo? Die kaputten Rohre. Wir nennen es die Todesfaden. Du, schmutziger Bruder, musst dich entscheiden für die Enge oder für die Weiten. Links oder rechts. Flieh oder stell dich zum Gefecht. Zur Linken ist ein offener Pass voller Trümmer. Ziemlich krass. Ein Chaos aus Rohren und Stahl. Nein, da möchte ich nicht durchfahren. Und zerbrochenem Glas, oh Gott. Rechts ein Anstieg, hinauf ein Stück. Doch behalte Klüfte und Schlackenhaufen im Blick. Oh, das klingt nicht gut. Leute, ich kann doch immer noch nicht fahren. Gibt's hier eigentlich was zu sammeln in diesen komischen Dingern? Nee. But don't be long, please. Already back. Leadfoot stranger, then I won't disappoint, not Crow. The boards of hell are yours once more to ramble. Wähle deinen eigenen Weg oder folge der markierten Route. Erreiche das Ziel vor all den anderen Fahrern und bevor die Bombe oder deinem Fahrzeug explodiert. Ich habe doch hier in dem Ding noch gar keine Bestzeit gehabt. Was ist denn das hier, das mit Obuskriege? Das irritiert mich, das probiere ich jetzt mal aus, wenn das geht. Zeiten. Top 10. Ja, die Top 10 werde ich garantiert nicht schlagen. Nicht mal ansatzweise. 1,14, 1,15, 1,16. So in dem Dreh bewegt sich das. Und was muss ich jetzt hier machen? Rennen starten. Ich werde doch hier nie besser als diese Typen sein. Ich bin froh, wenn ich da in 3 Minuten hinkomme, wenn die 1 Minute 15 brauchen. Seltsam. Zurück. Wahrscheinlich ist das für Multiplayer-Sachen gedacht. Dann mache ich doch die wilde Hatz. Irgendwie ist mir jetzt auch die Maus abhanden gekommen, glaube ich. Schade. Das kann ich nur in einem Spotter fahren. Dann fahre ich das in einem Spotter. Ich fahre erstmal hier auf der roten Route lang. Es heißt ja, ich soll die Gegner besiegen. Das habe ich jetzt gemacht. Jetzt habe ich hier freie Bahn, weil die anderen fahren ja querfeldein. Jetzt muss ich hier nur noch schnell sein. Das ist so meine Theorie. Mal gucken, ob die Theorie halbwegs passt.
Ist jetzt natürlich ein bisschen langweilig, bis auf das Gelenke. Hier muss ich immer geradeaus. Na, ich lasse mich mal überraschen, wie schnell die anderen sind, die da querfett eingefahren sind. Noch eine Minute. Ja, da hinten ist das Ziel. Ich kann es schon sehen. Ja, also die Bombe ist nicht das Problem. Ah, da ist einer. Da ist einer. Ich bin schneller, ich bin schneller, ich bin schneller. Bitte lass mich schneller sein. Ah, ich bin schneller gewesen. Wuh. Eieiei. Bestzeit 1,28. Die anderen Typen hatten 1,15 und 1,14 und 1,16. Boah, die sind ja quasi 15 Sekunden schneller. Das ist eine ganze Menge, weil so lang ist das Ding gar nicht. Naja, ich hab's geschafft. Enter. Und jetzt, Moment. Muss ich das Ding zu Jeet fahren? Da ist Jeets Festung. Einmal umdrehen, bitte. Und da oben dann gekonnt einparken. Wumm. So schnell hätte Jeet niemals die Zugbrücke runterbekommen. So. Munition ist voll. Der brüllt irgendwas rum. Keine Ahnung, was der will. So, da unten gab es keine Todesfahrt. Die habe ich gemacht, die habe ich gemacht. In Balefire Flatland gibt es keine Todesfahrt. Wenn ich nicht komplett verblödet und verblindet bin, was durchaus sein kann, aber ich glaube nicht. So, hier gibt es eine Todesfahrt da hinten. Das ist das nächste Ziel. Ich will die jetzt alle weghaben. Den Weg überspringe ich wieder. Da ist die nächste. Tal des Staubs. Tal des Staubs. Oh, ich habe auch hier was Neues. Was habe ich denn da neu? Nanu? Wieso ist das jetzt neu? Bin ich gerade irgendwie aufgestiegen zwischendrin? Habe ich gar nicht gemerkt. Werkzeugprügler, das mache ich mal nachher. Jetzt mache ich erstmal die Todesfahrten, eins nach dem anderen. Tal des Staubs, wir nennen es die Todesfahrt. Vollständig offen in der großen Weißen werden Feinde immer wieder zubeißen. Dies könnte gar dein Ende verheißen. Das soll sich reimen. Ich werde nicht lügen, das wird sicher knapp. Ein Tal voller Staub, wer kratzt dort ab? Aha. Oh. Steig mal aus, schau dir das mal an. I'm going. Wait here. You grace my stage. Blazing bright and blissful. Rumbling, shaken. And in another race. Zeitbombe, überlebe die Angreifer und erreiche das Ziel vor all den anderen Fahrern. Okay. Da muss ich wohl wieder irgendwo schießen. Oh, Kaboombug. Möchte ich das Ding mit einem Kaboombug fahren? Das ist ja gefährlich. Aber auch lustig. Ich bin mal einen Kaboombug in die Festung gefahren, natürlich, sonst könnte ich den ja hier nicht auswählen. Und ich erinnere mich daran, dass das Ding fast überhaupt nicht zu lenken war. Na, ich bin mal gespannt. Du spinnst wohl. Oh, die sind ja alle schneller als ich. Mist. Ach, der Nächste, der Ärger will. Das ist nicht gut, was ich hier mache. Obwohl, bisher läuft es eigentlich ganz gut. Noch eine Minute. Weit kann das Ziel eigentlich nicht mehr entfernt sein.
Ah, nein! Hahaha, der hat mich verfehlt. Was für ein Glück. Oh, ich bin so schnell. Achtung, Achtung, Achtung. Da hinten ist das Ziel, da hinten ist das Ziel. Ich schaffe es, ich schaffe es, ich schaffe es. Ich schaffe es, ich schaffe es, ich schaffe es. Ich schaffe es, ich habe es geschafft. Jawohl. Puh, 1.19.43. War das gut, war das schlecht? Keine Ahnung. Moment. Da ist die Festung. Da will ich hin. Und dann habe ich ja die dritte von vier Todesfahrten auch schon abgeschlossen in Gs Hoheitsgebiet. Es geht voran. Und jetzt nur noch hier einmal bitte die Brücke treffen, was nicht einfach wird. Und Munition auffüllen, sehr gut. So, und dann bleibt ja eigentlich nur noch eine einzige Todesfahrt offen, nämlich die da. Das verrückte Rennen, ach, das klingt nicht gut. Nein, zwei gibt's noch. Ah, das ist praktisch eine als Balefire Flatland-Ersatz. Dann fahre ich erstmal dahin. Und den Weg überspringe ich mal wieder. Und da ist die vierte Todesfahrt. Mal sehen, was hier Sache ist. Fassschlacht. Na dann. Fassschlacht. Ich kann auch mit diesem Golden Tuska fahren. Das mache ich mal. Enter. Oh, ich muss ein Fass treffen. Ich muss unbedingt ein Fass treffen. Oh, der drängt mich ab, dieser Sack. Ich denke, meine Karre ist schwer. Ich muss ein Fass treffen, ich muss ein Fass treffen. Ich muss unbedingt ein Fass treffen. Irgendeins. Unglaublich, ich bin ganz vorne. Wie habe ich das geschafft? Aber da bleibe ich bestimmt nicht. Ich bin bei sowas echt pessimistisch. Ah, habe ich fast kein Fass getroffen. Oh, nee. Die Karre kann nicht fahren. Das kann nicht wahr sein. Oh, ist das ätzend. Jetzt habe ich diesen Stinkstiefel hier vor mir. Ich war so gut. Ich werde ein Fass treffen. Ich werde ein Fass treffen. Da hinten ist das Ziel. Komm. Ich schaff das. Jawohl, ich schaff das. Uiuiuiui, Tiffy. Und Jeets Festung ist da. Also, einmal wenden. Die Karre ist ziemlich behäbig. Wenn man da zu heftig in die Kurve geht, dann kippt die zur Seite weg. Diese Karre hätte den Elchtest nicht bestanden. Aber egal, ich hab's geschafft. Oh. Ja, klar. Ich und Farm. Bin ich froh, dass ich jetzt diese Einfahrt getroffen habe. Da merkt man erstmal, wie gut die eigene Karre, also der Magnum Opus, wie gut der eigentlich fährt. Da, die letzte Todesfahrt in Jeets Hoheitsgebiet. Ja. Die heißt Hitzeschleier. Und da bin ich wieder. Bei der letzten Todesfahrt. Ich bin gespannt.
Wilde Hals. Wähle deinen eigenen Weg. Ah ja, das ist wieder das mit dem Weg finden. Okay. Jetzt kann ich in einem Crusher oder in einem Carny Wagon fahren. Erstmal den Crusher. Der rammt mich bestimmt gleich. Ja, das war ja klar, du Penner. Ah. Und ich weiß nicht, wie man rammt. Also ich habe es mal gelesen, wie man rammt, aber das funktioniert bei mir nicht. Rammen heißt, man soll die linke die rechte Maustaste, nein, die mittlere Maustaste drücken und dann D drücken. Das habe ich probiert, das nutzt bei mir überhaupt nichts. Die Karre geht ja gar nicht. Hm. Hole ich den jemals wieder ein? Hoffe ich nur, dass keiner der Abkürzenden schneller ist. Aber ich fürchte, da ist einer schneller. Ich sehe so ein hässliches gelbes Symbol. Aber ich glaube, ich schaffe das. Ich glaube, ich schaffe das. Ich bin der Erste. Unglaublich. Sieger, hurra! Ja, also das mit dem Rammen kann ich wirklich nicht. Ohne Witz, ich habe es mehrfach probiert. So wie das die Steuerung sagt, was man machen muss. Das geht bei mir nicht. Keine Ahnung, warum. Ja, ich hab's gekonnt. Endorf fortfahren. Jetzt muss ich noch den Crusher zu Jeet fahren. Und dann habe ich alle Todesfahrten in Jeets Hoheitsgebiet abgeschlossen. You're fast. Real fast. You got reflexes, that's what you got. Ja. Blick auf die Karte, das ist es gewesen. Sämtliche Todesfahrten in Jeets Hoheitsgebiet habe ich abgeschlossen und gewonnen. Das heißt, es gibt in Jeets Hoheitsgebiet jetzt im Moment überhaupt nichts mehr zu tun. Ich könnte hier noch diese Rampen benutzen, um diese eine Legende zu erfüllen. Ich glaube, man soll 4 Sekunden in der Luft bleiben und dann hinterher nicht sterben. Aber das kann ich genauso gut woanders machen. Hier gibt es ja noch mehr Rampen. Und das wiederum heißt, ich mache mich jetzt mal an die Queste, beziehungsweise die Ödland-Mission, die mich nach Gadgeshs Hoheitsgebiet, in Gadgeshs Hoheitsgebiet führt. Fahre zu Gadgeshs Festung, da ist die. Da fahre ich jetzt mal hin. Ja, und weil das auch wieder ein bisschen langweilig wäre, auch wenn ich da durch feindes Gebiet fahre, überspringe ich den Weg zu Gadgeshs Festung mal im Video und melde mich dann so hier, so, wenn ich so kurz davor bin. Und da bin ich bei Gadgesh. Mal sehen, was der zu erzählen hat. Ich war noch nie hier. Forget that whimpering and the devious suckling face. Oh, dead a dozen times if you do, boy. We've come to deal. Nothing else. I got gas. So pitch me, little man.
before I make a blood sport of your driver here. Oh, me, no ordinary driver. This one, oh, you sent to me by the angel combustion herself. Angel, we parlay with the water gods here. We desire to make way to the dead baron. My sanctum is destroyed. It's burned. Everything I have is gone. Gone. I have nothing left. And please, this car needs healing. She does. And strengthening. Yes. And if you let us stay here and rebuild, then I offer to you these. The hands of a Blackfinger. Yes. You'll have one chance for me. Oh, thanks. Thanks, B. Thanks, B. Yes. Keep your hands where I can see them. Keep the deviant Blackfinger leashed. Don't need any of his perversions on my ship. I need welding wire to do my work. Make do for now. I'll find you welding wire. So, da gab es jetzt einige neue Biografien von dem nächsten kaputten Typen, die ich hier gefunden habe im Ödland. Ich schau mal nach. Was habe ich denn alles Neues? Hier Charaktere. Ach ja, dieser Crow Dessel war noch neu. Das war dieser Typ von den Todesfahrten, die ich gemacht hatte. If you have the urge to merge with Wheels 4, the ritual's here, so slip a gear and put the pedal through the floor. Willst du dich mit deinem fahrbaren Untersatz verbinden? Hier ist das Ritual. Tritt aufs Pedal und lass uns den Motor schinden. Das ist dieser Typ, der immer anfängt zu reimen, und zwar nicht besonders schön. Wenn man außerhalb von Guesttown an Rennen teilnehmen will, muss man sich an Crow Dessel wenden. Über diesen reimenden, Rennwetten organisierenden Adrenalinlieferanten ist nur wenig bekannt, doch offenbar hat er die unheimliche Gabe, sich der Aufmerksamkeit von Guesttown und der Zitadelle zu entziehen und zu überleben, ohne seinen Verdienst mit Leuten wie Scrotus teilen zu müssen. Da das Steuern eines fahrbaren Untersatzes im Ödland zur wichtigsten Überlebensvoraussetzung geworden ist, haben sich im Laufe der Jahre zahlreiche Legenden um diese Fähigkeiten sowie um Fahrzeuge im Allgemeinen gebildet. Den bizarrsten, aber kreativsten Aspekt dieses Aberglaubens stellen wohl die Todesfahrten dar. Niemand weiß, wie sie begonnen haben, doch in dieser Welt werden sie mittlerweile als Kanon angesehen. Einfach gesagt stellen Todesfahrten das Können der Teilnehmer auf die Probe, und zwar auf physischer wie auch metaphysischer Ebene. Der Meister der Todesfahrten ist Crow Dessel, und wer sein Fahrzeug an seine Seele binden will, muss ihn aufsuchen. Ach, das ist ja Quatsch. Der da ist neue Gutgash. Out there, the ocean waits, ready to come a crashing and cover these lands anew. We will be ready then. The gales of glory will fill our sails. Der Ozean wartet dort draußen nur darauf, über uns hinweg zu brausen und diese Lande erneut zu bedecken. Doch wenn es soweit ist, werden wir bereit sein, und der Wind des Ruhmes wird unsere Segel füllen. Gutgash ist der Anführer der rostigen Bastion eines gestrandeten Schiffs, das zu einer Festung umfunktioniert wurde. Wie alle anderen in der Nähe von Guesttown leidet auch Gutgash in jüngster Zeit unter der Häufung der Überfälle durch Stenkgum. Er führt seine Leute mit Hilfe einer seltenen Mischung aus Einschüchterungstaktiken und sektenähnlichen Manipulationen. Aha. Er lässt alle in seiner Festung dem rostenden Rumpf eines Schiffes, in dem glauben, sie müssten das Schiff vorbereiten, da das Wasser zurückkehren und die große Weiße wieder zu einem Meer machen würde. Er hat diese Geschichte schon so oft erzählt, dass er manchmal sogar selbst daran glaubt. Doch worum es ihm wirklich geht, ist das Überleben. Er ist zu allem bereit, um seinen Kopf über Wasser zu halten. Dafür handelt er auch mit dem Gesindel aus Guesttown. Er hat schon von Chumbucket gehört und sieht ihn als fähigen Mechaniker an. Allerdings vertraut er ihm nicht. Das ist auch schwer, Chumbucket zu vertrauen, wenn man ihn nicht näher kennt. Noch irgendjemand neu? Nein. Das war hier alles. Die Orte sind doch ein bisschen neu geworden.